heute miteinander hier zusammen. Da ist etwas zu tun, heute probieren. Haben wir zwei Traktoren auf dem Anhänger mitnehmen, ja oder nein? Dann habe ich noch eine Mitteilung zu machen. Und zwar, da, das ist jetzt das, was ich probieren will, mit dem Auflieger hier, mit dem Tieflader-Auflieger, die zwei Traktoren mitnehmen. Weil ich hatte die ja schon gehabt, aber aus technischen Gründen sind die mir jetzt entschwunden, jetzt muss ich halt wieder hochfahren, zum Hof rauf. Also, es ist folgendermaßen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die, die regelmäßig vorschauen und sicher auch meine Abonnenten, Abonnentinnen, sicher schon bemerkt haben, es kommen im Moment nicht so viele Videos. Also, regelmäßig. Jetzt muss ich da noch schnell einen kurzen Moment, ich sage das gerade weiter, abchecken, ob ich da ein Pendel hin tue oder nicht. Kann ich das nicht? Das hebt vielleicht nicht. Dann gibt es noch einen neuen Unfall. Gerätewahl G, vielleicht dann. Eigentlich nützt das nicht viel. Es ändert nichts. Dann muss man vielleicht vorsichtig fahren, dass keiner in der ersten Kurve alles runter. Vielleicht hebt sie aber einfach so. Die Dings haben ja mit abgeholt. Gehalten vom Gold Valley. Und ich habe mich so eine Futterpalette so aufgetan mit dem Kramer und nachher jetzt abgeben beim Fahrrichter. Das wird so machen, ich denke, mit Fender. Ja, dann wird man halt müssen schauen. Jetzt kommt noch ein Zug. Also folgendermaßen, ich kann im Moment nicht so ein Video machen, weil ich weiss nicht, die einen von euch wissen, dass es euch vielleicht gar nicht bewusst, wie viel Zeit das es braucht. Video machen, das schneiden, das nachher vertexten, rendern, retour rendern, rein tun, wieder vertexten und so weiter. Es braucht wirklich jedes Mal immer ein paar Stunden, bis ihr so ein Video, bis ihr es könnt anschauen könnt. Vom ersten Dreh einschalten, bis es fertig ist. Wenn man es so macht, wie ich. Jetzt habe ich einen Vorschlag. Entweder mache ich jetzt kein grosses Thumbnail selber mit drauf und Zeug und Sachen, sondern knall einfach jetzt die Folgen einfach rein, wie es sind. Bam, die Tafel ist weg. Aber die Traktoren heben gut. Oder ich sage einfach, ja, wartet ein bisschen zu, und zwar ist folgendermaßen: in meiner Hütte hat es Wasserschaden. Das heisst, für mich im Moment ist es sehr umständlich, nebst allem anderen und Schaffen und so weiter, kommen jetzt auch immer noch Handwerker, dann heisst es wieder, ich weiß nicht, woher das kommt, also es ist wirklich stressig. Dann wieder Handwerker, irgendwann sollte ich mal noch einen Bodenblick machen. Das ist echt wirklich einfach so alles in der Luft hängen und mühsam. Demzufolge bin ich natürlich auch ein bisschen zwischen die wirklich hässig, weil wieder dies und das einmal nicht klappt. Und dann habe ich einfach, ich spiele schon für mich privat. Die Zeit, die ich noch habe. Aber dann bin ich wahrscheinlich meistens, also bin ich nicht nur wahrscheinlich, sondern da, das Haus ist mir auch noch verschwunden. Kann ich ein bisschen besser bauen, das sieht nämlich ein bisschen schrecklich aus da drinnen. Also, es ist jetzt einfach so im Moment, ich weiß nicht, wie viele Wochen dass das noch in Beanspruch nimmt, Zeit. Muss ich einfach da ein bisschen zurückheben mit Video veröffentlichen. Wir wissen jetzt den Grund und es ist wirklich kein schöner Grund, also da muss niemand denken, ah, Zeug und Sachen. Jetzt muss ich die Tafel auch noch umfahren, auf dem Auto. Oh, herrje. Der Lastwagen fährt aber auch nicht so schnell. Ich muss jetzt halt einfach schauen, wenn ich das gemanagt bekomme. Bei uns zuhause ist natürlich jetzt auch der ganze Lebensablauf. Bei unserer Familie ist auch ein bisschen schwieriger da mit dem Wasserschaden. Braucht halt alle, einfach jetzt schaut viel Zeit für das alles, nebst allem anderen. Ja, ich wiederhole mich jetzt eigentlich nur noch, aber ich denke, ich muss das mal mitteilen. Ich sage das auch in einem anderen Video, wenn ich das umgeschnitten habe, kommt es dort drauf halt auch noch. Weil das habe ich mal kurz gedreht, vor etwa 2-3 Wochen. Weil der Wasserschaden ist nicht erst seit heute. Da geht schon eine Weile so. Nur einfach, dass ihr Bescheid wisst. Und Keil ist nicht in die Luft geflogen oder explodiert, der lebt noch. Und sieht trotzdem auch gut, aber einfach hat er viel zu tun, viel Stress. Und mit Arbeiten ist auch nicht gerade ohne im Moment.
Oh, der macht mir mit schönem Wasser kaputt. Da. Hey, das ist doch ein Chauffeur. Da fehlen auch ein paar Sachen. Ich hätte mir ein paar Sachen anders installieren. Vom Mod-Seite her. Jetzt ist das halt ein bisschen da, ja. Der andere, da, der muss aber glaube ich noch etwas anders hin, der Lamborghini. Oh, aufpassen, Hund. Ich glaube, ich muss mal aussteigen. Das ist oft noch gefährlich für den Hund. Heißt zwar mittlerweile Lisa, aber das Video wäre im Kanto auf 3 oder 4, das ist eben auch noch nicht drin. Es ist zwar fett, aber ich muss es eben noch schneiden. Durch das einfach hier ungeschnitten, ungekattet, dann ist es einfach ein bisschen lang, aber ja nur. Wieso ist jetzt der Fahne auf dem Dach oben? Hä? Hat er gar nicht aufs Dach tun? Also irgendwie jetzt hier ein Tic-Tac. Naja, habe jetzt aber keine Zeit, um das zu machen. Also denn, dann schauen wir mal schauen, der Hörli mal, ob der noch anläuft nach dieser Fahrt. Ich kann nämlich mal sicher da wieder hin. Das ist gar nicht so schlecht, jetzt da ist nicht schlecht gegangen. Das sieht noch cool aus. Da könnte ich eigentlich gerade noch. Oh nein, mit der Ursache bin ich vorher mal weg. Jetzt ist sie schon wieder da. Gerade mal noch cool. Ihr müsst schnell warten. Macht da schnell ein Thumbnail-Foto. Das habe ich vorher vergessen. Ich muss irgendetwas schon auf Thumbnail selber machen, gerade nicht so lang. Ah, jetzt muss ich noch drüber kumpeln, über den Traktor liegen. So, jetzt sieht es nicht schlecht aus. Da. Nein, nein, keine Motor. Aber das brauche ich jetzt nicht, sobald ich da ein bisschen am Ding ankomme, muss ich es wieder raus tun. Ja, ich brauche ein bisschen von Opti. So, schaut jetzt, es gibt doch das. Ohne Motorsache gäbe es ein gutes Bild. Jetzt kann ich die noch drauf tun. So, die Motorsäge hat es aber gar nicht gebracht. Die mischt sich immer ein mit dem Maus, wenn man da ein bisschen dran und die Bewegung macht, zum Kamera rauf zu tun. Dann kommt die Motorsäge teilweise. So, Hörli haben jetzt versorgt, weil Spiel hat es jetzt einfach die Aufnahme abgestellt gehabt. So, hinterst du auch der. Dann kann der Lamborghini auch wieder hin, wo er muss. Also, moderieren noch schnell. Februar, per 1. Februar 2019. Polter, die Polter wieder über die Kanten hier da. Dann muss man da wieder schnell an. Gilt das ab sofort denn? Das ist ja jetzt schon Februar. Kommentar auf weitere Videos. Sind per sofort deaktiviert. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe keine Zeit, wie auch das, was ich vorher angesprochen habe, auch noch mich jeden Tag darum zu kümmern, wegen Kommentaren, nachschauen, jemand, der ein Zeichen hier schreibt, blödsinnige Beleidigung oder weiss was, auf Blacklisten zu tun und rausschmeißt und Zeug und Sachen oder gar löschen oder irgendeine Antwort schreiben. Ich habe einfach die Zeit jetzt überhaupt gar nicht. Weil das Problem bei uns zuhause ist ja schon ein bisschen, ja, nicht lustig. Ja, hier gibt es nicht noch viel hin und her nebenbei als zu dem üblichen Tagesablauf, den wir sonst bei uns zuhause haben. Also, das ist die Neuerung und die wird wahrscheinlich auch bleiben. Ich denke, es wird es niemand vermissen, weil man kann so zwei Hände abzählen, was jemals Kommentare geschrieben worden sind. 50% von den Ansötungen, die man entfernen muss, da kann ich sagen, nein, danke. Und das muss man eigentlich auch nicht unbedingt haben, die dass man das einstellt auf Kommentar, wenn man nicht irgendwie eine riesen Fanbase hat mit weiss ich über 10.000 Abonnenten, weil ich habe ja einfach nicht so viele Abonnenten und dann finde ich, stört das auch nicht, wenn das deaktiviert ist. Wenn man mir aber etwas will schreiben, kann man das bei Community dort einschreiben. Ich tue dort auch seit Ende Dezember, ja fast Mitte Dezember regelmäßig Angebote reinschreiben,
Es gibt demnächst dann auch mal ein neues Spiel, das ich verlose. Das wird dann auch dort erscheinen, also in Zukunft. Ab jetzt gilt, Kommentar ist deaktiviert. Auf jedem neuen Video, das kommt, wird das bleiben. Weil ich muss einfach schauen, wo kann ich meine private Zeit noch ein bisschen eingrenzen, oder? Ich bin ja kein Fernsehstudio, wo der Ganze nur so schafft. Und für etwas Wichtiges mir mitzuteilen oder wenn ich mal einen Aufruf mache, unter dem Reiter auf meinem Kanal von Kyle Cunningham, dort wo steht Community, und dann sehen wir schon, es hat dort Mitteilungen von mir drin, werden laufend immer wieder ein bisschen gelöscht, also nicht verschreckt. Wenn ihr dort etwas hinschreibt, ist kein Gewähr, keine Garantie, dass es für immer und ewig drin bleibt. Es gibt dort immer wieder aktuell Angebote, die dann auch wieder wechseln, und wenn sie beendet sind, werden dann die Angebote auch wieder gelöscht. Also das ist nicht etwas, wo wir dann denken, oh, da habe ich mal das und das hingeschrieben, das bleibt jetzt für immer. Nur einfach so, als dass man das kann sich vorstellen. Okay, das wär's. Dann sage ich für heute, ich mache da noch selber ein bisschen fertig die Sachen da ohne Kamera. Die Hühner fallen mehr raus, als in Dingen hat. Schau mal. Auch wieder lustig. Dann sage ich Kiss und sage okay. Danke fürs Zuschauen. Und die zwei Mitteilungen gilt jetzt einfach per sofort bis auf Weiteres. Ciao zusammen.